Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Stream 2 im Planetarium in München. Hallo in die Runde, hallo nach Hause an die heimischen Endgeräte. Jetzt wird's lustig. Wir sprechen über Lustigkeit im Internet und wie und über wen darf heute noch gelacht werden. Denn der Ton wird, glaube ich, rauer auf Plattformen, in sozialen Netzwerken, in diesem Internet im Allgemeinen. Wir wollen darüber sprechen, was geht nicht und wie unterscheidet sich vielleicht auch der Humor auf den einzelnen sozialen Plattformen, aber auch im TV oder wenn man eben auf der Bühne steht. Und wie schnell bekommt man einen Shitstorm für Dinge, die man raushaut? Und ja, hat man überhaupt noch Bock, Dinge rauszuhauen, wenn die Negativkommentare die Überhand nehmen? Und ich freue mich, dass heute zwei lustige Menschen bei mir sind. Einmal Irina, aka Toxische Pommes von TikTok. Sie ist mit dem Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien mit ihrer Familie nach Österreich geflüchtet und hat ihre Kindheit und Jugend in der österreichischen Provinz zugebracht, bevor sie dann nach Wien gezogen ist und ja ein bisschen diverseres Publikum kennenlernen durfte. Heute kritisiert sie die österreichische Gesellschaft für Rassismus, Sexismus, Klassismus und Homophobie. Das macht sie nicht irgendwie, sondern lustig, und zwar bei TikTok. Da hat sie jetzt mittlerweile fast 50.000 AbonnentInnen, und daneben ist sie auch noch Juristin im Bereich des öffentlichen Rechts. Warum eigentlich nicht? Daneben sitzt Sharak Shapira. Er ist Israeli, Deutscher und, das sagt er selbst, neurotisch. Und er war Headwriter und Host seiner eigenen Comedy-Show Shapira Shapira auf ZDF Neo, tourt regelmäßig durch Deutschland, veröffentlicht Specials auf Comedy Central und hat bereits zwei Bestseller rausgehauen, geschrieben. Und auf Twitter hat er über 200.000 FollowerInnen, und insgesamt erreicht er aber bis zu 250 Millionen mit Projekten wie YOLOcast, Hashtag HeyTwitter oder dem 90s Boiler Room. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und mit mir über spaßige Dinge im Internet sprecht. Erstmal meine allererste Frage: Was findet ihr selber lustig im Internet? Worauf bleibt ihr hängen? Egal auf welcher Plattform. Aber sagt sie gern dazu. Ich finde auf TikTok diese, kennt ihr diese Hunde, und ihre Besitzer bauen für sie so kleine Flächen mit kleinen Buttons, und für jedes Button ist ein Wort, und dann kommen sie mit ihren Pfoten drauf und dann sprechen sie. Das holt mich ab. Bleibst du darauf hängen und dann kommt der Algorithmus und ballert dir die ganze Zeit Hunde rein? Ja, und so. Ich fühle mich, ich fühle mich schlecht, also ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil währenddessen, ich kann nicht mal mittlerweile Netflix konzentriert gucken. Es ist ein bisschen wie hier, also die Hälfte der Menschen schauen nicht zu, die sind auf ihrem Handys. Und was macht ihr da? So war es vorhin zumindest. Ein bisschen wie ein Coworking-Space-Atmosphäre. Es ist okay. Hey, es ist die Medienbubble, sorry. No judging. ist Content und so, Creation ist wichtig, immer am Content raushauen. Aber ich fühle mich schlecht, weil es läuft Netflix und Scarlett Johansson macht irgendwelche Flickflacks für 30 Millionen Euro. Und ich gucke mir diesen Hund an und ich denke mir, oh cool, der kann sprechen. Mit der Hund Button. Muss halt in die gleiche Netflix-Produktion rein. Dann hast du beide Welten. Ja. So, wie ist es bei dir? Hast du irgendwas, was dich catcht auf irgendeiner Plattform? Vielleicht TikTok? Voll schwierige Frage, da habe ich jetzt auch gezögert mit der Antwort. Ich kann es nicht wirklich sagen, es sind teilweise sehr randome Dinge. So, ich mag Videos, wo viel auf einmal passiert und es gibt keinen Zusammenhang. Also ich weiß nicht, ich bin nicht zum Schwersten Worte zu fassen. Dann will ich sofort die nächste Aber Frage irgendwie stellen. Auch, ja. Inspiriert euch das, was ihr da seht? Die Hunde, der random Kram, der so ohne Zusammenhang dabei ist. In der Ästhetik würde ich schon sagen, auf jeden Fall irgendwo. Sicher. Die Hunde. Ich finde das sehr empowering, was die Hunde da machen. Vielleicht bringt es auch ein bisschen Ruhe rein. Das inspiriert nicht nur mich, sondern Hunde auf der ganzen Welt, die dann sehen, wow, du kannst mehr werden, du kannst ein Keynote-Speaker werden, vielleicht, du kannst einen TEDx machen mit diesen Buttons. Das würde ich gerne sehen. Aber ich gucke auch viel Stand-Up-Comedy. Auf welcher Plattform dann? Wo? Netflix, YouTube, TikTok. Da ist das Instagram Reels. Der nächste Ort, TikTok, wo man jetzt irgendwie unbedingt sein soll? Also jetzt, leider, oder wo ja, du jetzt hin willst? Also ich bin seit neuestem auf TikTok und es klappt richtig gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe dazwischen irgendwo mal gelesen, dass du da geblockt warst.
Was ist da passiert? Du steigst direkt ein, Susanne. Ich gehe gleich wieder einen Schritt zurück, aber das will ich doch noch eben wissen. Ich habe mich auf TikTok angemeldet. Ich habe meine Inhalte da hochgeladen, weil ich gemerkt habe, wir haben gemerkt, also nicht nur ich, die so Leute, mit denen ich zusammen Comedy mache, vor allem auf Englisch in Berlin, wir sind so eine kleine, so eine Szene oder eine Bubble, wenn ihr es so hype, hip sagen möchtet. Und wir haben gemerkt, dass tatsächlich, dass Leute von TikTok in Shows kommen in Berlin, was für mich ein abgefahrenes Konzept ist, weil ich dachte, das ist alles verloren. Also ich kenne nur, ich habe Follower auf Twitter und diese Menschen sind geizig und mögen mich nicht. Und sie werden niemals zu meinen Shows kommen. Sie interessieren sich überhaupt nicht für Comedy, sondern für meine billigen politischen Takes. Und, aber auf TikTok interessieren sich Menschen für Comedy und die schauen sich das an. Und deswegen habe ich angefangen, da Videos hochzuladen. Das hat sehr gut geklappt. Bis ich dann angefangen habe, vielleicht andere Funktionen der Plattform zu nutzen. Du kannst halt Video-Antworten machen. Ne? Ich weiß, ihr wisst das alles schon, aber ich bin neu. Und jemand hat da gefragt, es gab so einen Typen, so einen Amerikaner, der in Berlin lebt, und er hat in einem Video gefragt, Germans or people who know Germany, what is the most German thing you can think of? Und alle haben geantwortet so, ja, Sandalen und hier Handtücher am Strand. Und ich dachte, ich habe eine Idee. Und ich habe eine Videoantwort hochgeladen. Ich habe gesagt, Konzentrationslager. Und, und ich wurde von TikTok für Mobbing gesperrt. Well. Für Mobbing. Da kann man vielleicht auch noch mal gucken, was für Mechanismen man dahinter der Sperrung hatte. Ich dachte, KZs wären Mobbing, aber anscheinend ist das Mobbing. Aber das finde ich interessant, weil ich melde immer wieder Userinnen auf TikTok, wenn sie Nationalsozialismus verherrlichende Inhalte posten. Und das passiert regelmäßig, ist mein Eindruck. Und ich hab den Eindruck, dass das sehr selten durchgeht, die Meldungen. Ja. Und ich glaube, TikTok ist da irgendwie auf andere sozusagen Triggerwörter eingestellt. Also meinst du dann so Konzentrationslager? Also bei mir wurde das einfach, also das wird ja, ich nehme an, das wird gemeldet einfach, das melden Leute. Ich hätte gedacht, so der Twitter-Take, wo man auch die ganze Zeit einfach Dinge, Menschen, Tweets meldet und dann... Leute fühlen sich davon irgendwie beleidigt, dass ich das erwähne, weil Neurose, und melden das. Und dann habe ich lustigerweise ein Video von darüber gemacht, von einem Stand-up-Auftritt, wo ich erzähle, wie ich von TikTok gesperrt wurde. Und das haben sie auch gesperrt. Da. So. Aber du bist zurück und du bist auch zurück auf TikTok, beziehungsweise das war dein Start letztes Jahr. Also du hast, ich glaube, zu Beginn der Pandemie angefangen. Genau. Was war der Grund? Warum? Langeweile, Lockdown, so. Was mache ich? Ah, okay, was ist das? Es war genau, wir waren alle zu Hause und ich habe mir diese App einfach runtergeladen. Ich war auch aus einer Beziehung raus und fand TikTok einfach sehr amüsant und habe da stundenlang verbracht. Und dann gedacht, okay, kann ich auch? Weiß ich nicht, so 3 Stunden drauf verbracht, gelacht und gemerkt, oh, mir geht's besser danach. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, ich mache jetzt auch mal ein Video. Und hate über die Österreichische. Glaubst du, du wärst zur Comedy gekommen, wenn es TikTok nicht gegeben hätte? Oder zum lustigen Content raushauen? Ich weiß nicht, ob du jetzt selber sagen würdest, Comedy oder wie da deine Definition ist. Auf Facebook habe ich immer wieder alles mögliche cringy Statusmeldungen geschoben und auf Twitter, aber jetzt TikTok war halt nochmal was anderes mit eben dieser Videofunktion. Das ist einfach ein komplett anderes Medium als Twitter eben auch. Wie würdest du das beschreiben, was du auf TikTok machst? Also was ist dein USP? Wow. Okay. das, was du gerne machen möchtest auf TikTok. Anfangs hatte ich keine Ahnung, was ich mache. Dann haben Leute angefangen zu sagen, du machst Satire, und dann dachte ich mir, das klingt gut, ich mache Satire. Okay. Wie würdest du das beschreiben, was du gerade auf TikTok machst, Sharak? Es ist Comedy. Ich habe Schwierigkeiten. Warum ist es so schwer? Ich kriege das nie hin. Comedy hat einen schlechten Ruf. Nee, aber ich glaube immer so, niemand bezeichnet mich als Comedian. Es ist, es ist okay. Gut, so, ich habe auch lustiger Mensch gewählt, aber weil ich das, glaube ich, richtig lustig fand. Also in meiner Programmierung. Aber ja, Comedians. Ich weiß nicht, es ist anscheinend immer noch ein verpönter Begriff, was ich bei dem, was teilweise so abgeliefert wird, hierzulande verstehen kann. Aber ich sehe mich, ich bin Stand-up-Comedian, das ist das, was ich mache das fast täglich,
bin ziemlich gut darin. Also finde ich. Und, das ist die Hauptsache. Und das ist meine Bezeichnung quasi. Also dass es Kunst ist, ist ja klar. Ja. Also das, ein Künstler kommt immer dazu. Ja. Ihr seid ja, also Sharak, du bist auf jeden Fall so ziemlich auf allen Plattformen. Du bist auch noch nach TikTok zu Instagram mit den Videos. Würdet ihr sagen, die Zielgruppen auf den unterschiedlichen Plattformen unterscheiden sich voneinander? Oder warum seid ihr auf allen Plattformen unterwegs? Mehrere Fragen. Erstmal unterscheiden sie sich und dann, warum seid ihr überall? Oder warum wählt ihr die aus, die ihr ausgewählt habt? Ich finde, also mein Eindruck ist, das TikTok-Publikum ist schon jünger jetzt oder diverser, kommt mir vor, als Instagram. Ich weiß nicht, ich finde, Instagram ist irgendwie schon so eine alteingesessene Plattform und weiß nicht, ich glaube, es ist auch zum Beispiel schwierig, jetzt Fuß zu fassen auf Instagram oder schwieriger als auf TikTok, weil das Publikum auf TikTok einfach eben jung, viel, also jünger ist, kommt mir vor, und eben interessierter und irgendwie offener. Auf Instagram ist dann doch irgendwo, auch wenn, weiß nicht, wir jetzt irgendwie schon noch, weiß nicht, Bestrebungen haben, weiß ich nicht, jetzt positiver und bodypositiver und alles zu sein, aber dennoch dann doch ein sehr hochpoliertes Medium und TikTok halt viel weniger. Also ich würde sagen, in der Hinsicht unterscheidet sich's. Also oberflächlicher Instagram. Ich finde immer noch. Was ist bei dir? Was sagst du zu den unterschiedlichen, also auch noch vielleicht mit Twitter mit rein und Facebook? Der Start deiner Karriere auf Facebook? Ja, so ungefähr. Ne? Also, was heißt der Start meiner Karriere? Ja. Hey, lass es uns groß spielen. Also, guck mal, TikTok ist ganz anders, weil ich mache TikTok nur auf Englisch. Ich lade mein Stand-up auf Englisch hoch und weil das ist das, worauf ich mich gerade hauptsächlich fokussiere. Ich mache jetzt wieder auf Deutsch. Aber ich hatte eine ganze Weile so meinen Fokus auf Stand-up auf Englisch und werde das auch weiter ausbauen. Und das ist interessant für mich, weil auf TikTok folgen mir sehr viele Israelis zum Beispiel, was ich bisher nicht hatte. Und Amerikaner und so Leute aus der ganzen Welt, was eigentlich das... Hast du was? Nee, alles gut. Achso. Und das ist das, was mich erst zu englischer Comedy hingezogen hat, dass ich nicht von einem Raum voller Menschen, die... Ihr wisst schon. ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich will ein bisschen... Du willst ein bisschen so ein anderes... Du willst nicht 200 Mal einen Thorsten sehen. Nichts gegen Thorstens. Thorsten sind meine Hauptzielgruppe immer noch und ich mag sie. Aber du willst auch ein bisschen was anderes. Und deshalb war TikTok sehr interessant für mich. Und Instagram ist so irgendwas dazwischen. Instagram ist so... Da sind die Menschen am nettesten, finde ich. Aber mein Vergleichsmaßstab ist Facebook und Twitter. Also es ist wirklich keine hohe Messlatte, was Nettigkeit angeht, weil die Menschen auf der, das sind einfach nur schlechte Menschen. Ich wollte sagen, was ist los auf Twitter? Oh ja, Twitter ist, da streiten wir uns alle einfach. Also Twitter ist einfach so ein Krieg. Eine toxische Hölle. Ja. Wo? Man muss es lieben. Ihr aber immer reingeht, wenn du sagst, du hast am Anfang auch auf Twitter so Dinge rausgehauen. Ja. Also es zieht einen immer wieder rein, oder? Ja, aber Facebook ist mittlerweile toxischer, finde ich. Ist Facebook nicht tot? Ja, ich wäre jetzt auch schon lange nicht mehr für da. Für Menschen unseres also für Alters. Geburtstag, ja? Aber also Facebook, ich hätte gern, dass Facebook tot ist. Facebook ist die schlimmste. Ich hoffe, es guckt jemand, der bei Facebook arbeitet. Ihr seid scheiße. Ich hasse eure Plattform. Ihr seid alle, also selbst wenn ihr nichts dafür könnt, allein, dass ihr da arbeitet, ist wirklich, es ist die schlimmste Plattform aller Zeiten. Ich finde, das ist wirklich, ich mag Facebook nicht. Was macht sie so schlimm? Was macht sie so schlimm? Es ist einfach, also ich wurde einfach gesperrt für 10 Tage ohne Grund einfach. Und das Problem ist, ich bin immer noch angewiesen auf Facebook als Comedian, weil die ganze Berliner Comedy-Szene organisiert sich immer noch auf Facebook, weil Events laufen über Facebook. Und wir mögen das alle nicht, aber das ist das, was wir haben. Und die ganze Werbung, selbst wenn man für Instagram wirbt,
Das läuft über Facebook, weil Instagram gehört zu Facebook. Eventbrite gehört zu Facebook. Und diese Menschen haben ein bisschen gerade ein Monopol auf Events. Und es ist wirklich ein Pain in the Ass. Also es ist als Comedian, der versucht, auf kleinen Bühnen zu spielen und auch Shows zu organisieren, es ist unglaublich anstrengend, damit zu arbeiten, damit zu werben, weil das macht, also wenn ich nicht auf, da ich auf Englisch eine neue Zielgruppe quasi aufbaue, muss ich Werbung benutzen manchmal. Und das ist wow, also ich verbringe Tage einfach mit Troubleshooting, weil diese Plattform so schlecht ist. Und dann kommen all die Hasskommentare, die da einfach, also was ich da unter Videos bekomme, das ist ja im Vergleich zu Twitter, also Twitter ist mittlerweile, ich gehe zu Twitter, um mich zu erholen von Facebook. Wie bereitet man sich darauf vor, dass man für das, was man irgendwo veröffentlicht, eventuell auch Kritik bekommt oder Hass? Wie ist das bei euch? Wenn ihr Dinge raushaut, also habt ihr dann, nehmt ihr in Kauf, da könnt es Kritik geben, nehmt ihr in Kauf, okay, da werde ich zugeschüttet mit Scheiß? Ja, auf jeden Fall. Also das gehört dazu einfach. Und ich fände es auch, ich weiß nicht, ich finde es auch seltsam, wenn überhaupt keine Kritik kommt. Mhm. Dann denke ich mir, okay, dann gibt es irgendwie vielleicht auch überhaupt keinen Bedarf, sozusagen nach diesem Produkt, unter Anführungszeichen. Also ich finde Kritik wichtig und außer es ist halt einfach purer Hate, der auch oft kommt. Und dann frage ich mich halt wirklich, weiß nicht, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als einfach nur dich zu beleidigen und zu beschimpfen. Aber an sich, weiß nicht, immer wenn ich was rausheue, stelle ich mich darauf ein, okay, da wird jetzt eine Kritik kommen. Jedes Mal, wenn ich mich über, weiß ich nicht, wenn ich jetzt toxische Männlichkeit kritisiere oder Alltagsrassismus in Österreich, stelle ich mich darauf ein, dass Leute sagen, das stimmt nicht. Und ich meine, das ist, finde ich, dann wiederum keine Kritik, aber okay. Oder dass Leute sagen, du bist eine Rassistin gegenüber Österreich. Und da stelle ich mich einfach darauf ein und lache auch irgendwo im Vorhinein dann nochmal drüber. Kann man auch nochmal diskutieren, ob es was gibt. Ja. Rassismus gegen Österreicher? Innen. ich glaube, das könnte man bald klären. Die österreichische Rasse, kennen Sie alle. Also das sind halt so die Punkte, da stelle ich mich drauf ein. Da weiß ich, das wird kommen. Und, ja. Also quasi, ihr stellt euch darauf ein, okay, es muss polarisieren, sonst löst es nichts aus. Wenn es was auslöst, kommt halt Hate. Also ist das bei dir genauso? Weißt du schon, okay, wenn ich das jetzt hier gleich raushau, ist die Inbox voll, ist die Morddrohung da, geht das viral, weil, was weiß ich, in irgendeiner NS-Bubble? Nein, weil du würdest nicht glauben, Susanne, was Menschen alles kritisieren. Es ist nicht mehr, ich weiß nicht, ob von Kritik wirklich die Rede sein kann, weil, also ich kriege nicht viel Kritik. Ich kriege viel Feedback. Welcher Art? Ich würde es nicht unbedingt als Kritik bezeichnen. Es ist so Sachen, die Menschen ins Internet werfen. Ich weiß nicht, guck mal, es ist ein bisschen, für mich ist es ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, da unbefangen ranzugehen, weil ich hatte so wie es jetzt sich herausstellt vielleicht, so eine NSU 2.0 Kampagne, die da gegen mich lief. Und da gab es so hunderte bis tausende Accounts, die einfach alles, was ich gemacht habe, einfach runtergevotet haben auf jede Plattform und das mit antisemitischen oder rassistischen oder einfach so Dreckskommentare zugespammt haben, um mich quasi, damit ich, weiß ich nicht, aufhöre, das zu machen, was ich mache oder was auch immer. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es gibt immer ich höre mir alles an. Ich kriege nicht so viel, ich kriege keine Shitstorms für meine Inhalte, weil ich lege es auch nicht drauf an, irgendwie das, was ich mache. Ich habe kein Problem, Dinge zu machen, die provokant sind. Das ist so ein negativ besetztes Wort, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Ich finde, thought-provoking klingt viel besser, obwohl es dasselbe ist. Einfach, weil ich sehe es als meine Aufgabe. Ich sehe es, Dave Chappelle hat gesagt, it is your responsibility to be reckless. Und ich sehe es als meine Verantwortung. Da gehe ich voll mit. Ich kriege Feedback hat letztens jemand in der Story getaggt und so, wie kannst du nur, ich entfolge Shahak Shapira, weil er Dave Chappelle folgt, weil Dave Chappelle hat so ein Special rausgebracht. Und bevor ich das überhaupt geguckt habe, habe ich Shit dafür bekommen, dass ich ihm folge. Und also insofern ist es mittlerweile so,
Es gibt da wenig so Kritik, die wirklich, aus der man auf was rausschöpfen kann. Auf die Inhalte eingeht, sondern immer gegen eure Person? Nein, nicht. Also vieles geht gar nicht um unsere Person, weil, finde ich, sondern es gibt viel so Selbstprofilierung dabei. Und viel so, was es geht um mich und ich nehme dieses Ding, was gar nicht mich betrifft und ich mache es zu meinem eigenen. Und das kannst du machen. Aber das ist, ich finde das sehr egozentrisch, dieses Verhalten. Ich würde es jetzt nicht so, also ich finde es nicht so einfach. Ich finde, ich weiß nicht, also die Kritik, die ich bekomme, ich meine, ich stimme dir schon zu, ich habe das Gefühl, Leute lesen oft ein Wort und es löst was ihnen dann aus, sie sind getriggert und schreiben mal ihre Meinung dazu hin. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so viel gegen meine Person geht oder dass sich Leute selbst profilieren wollen unter meinen Videos, aber wir machen was komplett unterschiedliches. Ja, komplett ich kann nicht beurteilen, was ganz du für Feedback bekommst. Ganz genau. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da geht es weniger um Selbstprofilierung als mehr um, okay, weiß ich nicht, ich lese etwas, ich habe dazu eine Meinung und ich will das irgendwo sagen. Ich habe das Gefühl, und das ist eine These, die ich aufstelle, die wird nicht so wissenschaftlich, die ist sehr subjektiv, aber man kann mit Comedians hart ins Gericht gehen und das ist auch Teil des Reizes, weißt du, was ich meine? Es bringt nichts, also es bringt nichts, Leute jammern zu viel, Comedians jammern viel, ne? Jammern viel auch darüber, dass es negatives Feedback gibt und vergessen, dass Teil des Reizes ist es ja, dass nicht alle mit dem einverstanden sind, was wir sagen und das macht es teilweise besonders aus. Andererseits finde ich, wir gehen manchmal härter mit Comedians ins Gericht, als wir mit Menschen ins Gericht gehen, die das ernst meinen, was sie sagen. Auch so in puncto Political Correctness, um mal sofort ein anderes Fass aufzumachen. Ich hasse dieses Wort wurde also so abgedroschen komplett, aber ich finde, Political Correctness gilt in erster Linie für Politiker. Was sagst du? So. Irina? Finde ich nicht. Ich meine, man muss differenzieren, aber ich würde schon auch sagen, dass jetzt Menschen, weiß nicht, dass wir auf Social Media schon auch oder überhaupt im Leben eine Verpflichtung auch haben, einfach einen Respekt unseren Mitmenschen gegenüber entgegenzubringen. Und ich finde, da geht es halt im Wesentlichen einfach um Respekt und zwischenmenschlichen. Ich finde, Political Correctness ist halt einfach so ein aufgeblasenes Wort mittlerweile, das vor allem eben, weiß ich nicht, oft dann halt zu diffamierenden Zwecken verwendet wird, aber an sich. Für mich persönlich, wie ich das auslege, geht es um Respekt und ich finde, den schuldet jedes Individuum. Wer kann über was Witze machen? Für mich ist eine Faustregel, ich mache Witze über Gruppen, denen ich selbst zugehöre, irgendwo. Und ich kritisiere tendenziell einfach, also ich versuche Menschen für ihr Verhalten zu kritisieren und nicht für Identitäten. Wie ist es bei dir? Ich maße mir nicht an, zu sagen, wer über was Witze machen soll. Ich maße es mir nicht an. Ich lese den Raum, in dem ich bin. Ich mache nichts aus Hass. Das ist das, was ich nicht mache. Ich mache Dinge aus Liebe. Selbst wenn ich mit Leuten, die von woanders herkommen oder andere Lebensumstände haben, ich glaube, ich sehe es Teil aus meiner Aufgabe, sie zu inkludieren in meiner Show oder in dem, was ich mache und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Aber ich versuche es nicht aus Ignoranz zu machen, das mag ich nicht. Wenn du Witze über andere Kulturen machst oder andere Menschen als du, dann musst du, dann müssen sie so gut sein, dass sie wertschätzen, wie viel Zeit du investiert hast, dich mit ihrer Kultur zu beschäftigen. Und ich glaube, dann schaffst du es, sie zu inkludieren und dann finden sie das auch gut. Und dann haben sie es auch verdient. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht nur für einen Typen Menschen Comedy machen. Das wäre, glaube ich, jetzt auch meine Frage an dich gewesen, ob du sonst dich einschränkst, wenn du sagst, du machst nur Comedy über die Gruppen, denen du selbst angehörst. Ob du dann sagst, also ist es dann etwas, wo du sagst, ich hätte voll den guten Witz, ich mache ihn aber nicht, weil ich gehöre dieser einen Gruppe nicht an? Weil es ist ja noch so eine Frage, so nach unten treten oder halt, also. Das habe ich, wie gesagt, das ist nur eine ganz grobe Faustregel für mich. Ich mache Witze in alle Richtungen hin. Ich versuche aber grundsätzlich mir die Frage zu stellen, okay, ist das irgendwo respektvoll? Ich versuche nicht unter die Gürtellinie zu gehen. Also ich habe da einfach, weiß nicht, natürlich, keine Ahnung, es ist immer schwierig, sich selbst zu beurteilen. Aber ich versuche da einfach sozusagen einfach streng mit mir zu sein und zu sagen, okay, keine Ahnung, muss dieser Witz sein? Weiß nicht, kannst du das nicht irgendwie anders formulieren? Aber ich würde schon sagen, dass ich,
weiß nicht, jetzt mich jetzt, oder ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt einschränke oder das Gefühl habe, nein, ich verpasse jetzt eine Möglichkeit, einen Joke zu machen. Das, was ich mache, ist authentisch, so blöd dieses Wort ist. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich eingrenze. Es ist auch so eine, es braucht sehr viel Zeit, um gut darin zu werden. Weißt du, Susanne, also ja. Ich mache jetzt nicht Comedy lang genug, dass ich sagen würde, ich kann, also es gibt Themen, die lasse ich einfach erstmal weg, weil ich der Meinung bin, ich bin als Comedian noch nicht so weit, um darüber so zu reden, dass ich wirklich, durch diese Kurven zu navigieren. Und deswegen, die Kurven, wo man so leicht ausbrechen kann und dann ja, aber das ist das Berufsrisiko. Ja. Das ist das, was es ja, cool macht. Ein Feingefühl irgendwo. Wie überall im Leben. Immer wenn du sprichst, brauchst du ein Feingefühl. Ja. Glaubt ihr, dass es legitim wäre, jemanden zu canceln? Gibt es sowas wie Cancel Culture? Ich meine, das ist jetzt auch so ein abgedroschener, hey, ich hau ein paar abgedroschene Begriffe raus und ihr sagt einfach, was ihr dazu denkt. Weil das ist ja jetzt schon so die letzten 2-3 Jahre halt, wurde dieser Begriff durch die Gegend gepeitscht und man kann halt irgendwie sagen, okay, es ist einfach nur ein Aufbegehren, dass man halt einfach mal anmerkt, ah ja, der Witz hat nach unten getreten oder der Mensch hat gerade richtig krass nach unten getreten. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den. Findet ihr es legitim, jemanden zu canceln? Glaubt ihr, dass es das gibt? Ich finde es gut, Menschen irgendwo weniger Aufmerksamkeit zu geben, wenn sie über Grenzen gehen. Also Ansicht finde ich es legitim, einfach Menschen irgendwo auf einer Bühne sozusagen nicht mehr zu bieten, weil das gehört halt dazu. Eben, wie du sagst, es ist irgendwo Berufsrisiko. Ich weiß nicht, man kann darüber so lange sprechen. Es gibt so viele gute Seiten an Cancel Culture und so viele schlechte Seiten an Cancel Culture. Das gibt es auch schon urlange. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt halt einfach ein Wort dafür gefunden. Aber so Menschen wird die Bühne entzogen, wenn sie Scheiße labern. Also so und respektlos sind und ja, hetzerisch sind und weiß ich nicht. Also das finde ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist einfach ein Begriff, der sehr viel umfasst und über den man ja einfach sehr lange sprechen kann. Ist bei dir? Reden wir über Deutschland oder über die Welt? Ich glaube, ich würde kurz in Deutschland bleiben. Dann können wir in die Welt. Es gibt, viele Leute sagen, es gibt in Deutschland keine Cancel Culture. Ich glaube, es gibt Cancel Culture, aber es wird niemand gecancelt. Weißt du, was ich meine? Also, es wird versucht. Also, wir haben irgendwie eine Kultur, die das versucht, aber macht oft das Gegenteil. Also, ich würde gerne gecancelt werden. Ich glaube, ich könnte groß rauskommen, indem ich gecancelt werde. Hier ist es absurderweise, funktioniert das sehr gut. Also, es ist oft so, irgendwie so ein Bullshit-Trick, was man macht. Ich glaube, in Amerika werden Leute gecancelt. Ich glaube, sie bekommen, es gibt da so eine Art, ich sehe das bei Comedians, Shane Gillis von SNL, der rausgeworfen wurde, Tony Hinchcliffe, also Leute, die einfach so innerhalb von, Kevin Hart, der die Oscars moderieren sollte, das ist einer der wenigen Schwarzen, die das hosten sollten. Ich maß mir nicht an zu sagen, zu Recht oder nicht. Ich finde, das ist auch oft das Problem, dass wir sind die Bestrafer in Sachen Cancel Culture. Und einerseits wollen wir nicht ignorant sein als Gesellschaft. Wir wollen ja, wir sind die Einzigen, die Macht haben quasi, zu entscheiden, was mit Künstlern passiert. Wir sind die Einzigen, die Künstler irgendwie bestrafen können für ihre Fehler. Andererseits sind wir als Gesellschaft sehr schlecht darin, so den richtigen Maß an Strafe zu finden für Menschen. Nur mit Blick auf die Uhr, eine Frage, kann man sich entschuldigen für etwas, wenn man über die Stränge geschlagen ist, entschuldigen sich Leute, wenn sie halt Scheiße gebaut haben und kann man ihnen dann verzeihen? Also glaubt ihr, gibt es das, dass wenn man eben irgendwie im Comedy-Bereich halt einen rausgehauen hat, der war nicht cool, danach großer Shitstorm, hat da schon mal jemand die Verantwortung für übernommen? Ich find's Könnt ihr euch erinnern? So. Ich überlege gerade, ich bin aber nicht in der Szene, keine Ahnung, aber ich finde es wichtig, dass man das sozusagen das Recht hat, auch irgendwo zu lernen und sich weiterzuentwickeln und einzusehen, hey, ich habe da einen Scheiß gesagt, ich habe da einfach, weiß nicht, genug Wissen zu einem Thema gehabt und man muss das Recht haben, finde ich auch einfach, sich weiterzuentwickeln. Aber kennst du Beispiele? Nemel Hassan hatte ja sehr viel Ärger. Ich weiß nicht, ob ihr das vertraut seid mit dem. Es ist eine Journalistin, es kam raus. Ja, sie war, ich will damit 19 oder 21 bei einer Al-Kurz-Demo. Al-Kurz ist eine Demo in Berlin. Sie ist sehr antisemitisch, sehr. Also, es ist nicht nur so einfache Israel-Kritik, da werden Flaggen verbrannt und es wird viel. Es geht mehr um Juden als um Israelis.
Und das kam raus und dass sie da so ein paar problematische Meinungen hatte. Und da hat sie sich entschuldigt. Es gab auch eine Petition, weil viele wollten, dass sie ihren Job verliert. Ich finde nicht, dass sie ihren Job verlieren sollte. Also hat sie letztendlich in gewissermaßen verloren, was ich nicht unbedingt richtig finde. Da gab es letztens einen Fall mit einer Poetry Slammerin / Comedian, wo sie vor nicht mal einem halben Jahr gesagt hat, dass Zionisten die Medien steuern. Sie behält ihren Job beim ZDF. Mhm. Und andere behalten. Und sie hat sich zum Beispiel gar nicht entschuldigt. Sie fand es super. Sie hat es als, sie hat es mit Stolz angenommen, von Bild und Welt als Antisemitin bezeichnet zu werden. Was ich einerseits klar, aber nur weil die Bild dich als Antisemit bezeichnet, heißt es nicht, dass sie Unrecht haben. Mhm. Louis C.K. hat sich entschuldigt. Louis C.K. hat sich entschuldigt für das, was er getan hat. Und ist rehabilitiert? Ist rehabilitiert, würdest du sagen? Da wird's kompliziert. Ja. Ist Louis C.K. rehabilitiert? Also viele Menschen immer noch, also ich würde sagen, ein großer Teil davon, wollen ihn nicht sehen. Finden, er sollte alles verlieren. Ich weiß es nicht. Ich maß es mir nicht an, darüber zu urteilen. Aber Louis C.K. zum Beispiel hat ein Special danach rausgebracht. Er hat nicht alles verloren, weil er sich, also es gibt Leute, die kannst du nicht canceln. Leute versuchen zum Beispiel Dave Chappelle zu canceln, zu Recht oder zu Unrecht. Es ist, aber er ist so groß, du kannst ihn nicht canceln. Es ist, weil die Leute, die ihn mögen, mögen ihn halt und sie werden nicht aufhören damit. Und nur weil ein Teil der Internet-Bubble es weil fordert. Comedians anfangen sich, oder Künstler fangen an, sich zu verselbstständigen. Die fangen an, sich unabhängig zu machen von Plattformen. Vorher war es viel einfacher, Menschen zu canceln, weil da waren sie einfach weg vom Fernsehen. Ja. Bevor ich würde so gerne noch mit euch weiter darüber sprechen. Ich muss aber leider abmoderieren, bevor sich das hier weiterentwickelt. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart, für diesen schnellen Ritt durch das Lustigsein im Internet. Und ich gebe jetzt ab zurück zu Kerstin und Petra.